So, Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei F1 2018 Karriere, der große Preis von China. Wir starten von Platz 6. Ja, ich habe die Strategie mal ein bisschen geguckt, aber ich weiß, ich habe erstmal überlegt, mit Weiß noch zu fahren. Hier gibt es ja irgendwie keine roten. Hier gibt es einfach Ultrastaff und dann werden zwei. Und dann die übernächste Mischung ist erst der gelbe und dann auch noch Weiß. Das ist hier irgendwie so. Gut, manchmal ist das dann so, ne? Übrigens wird es noch ein bisschen bewölkt am Ende. Immer weiter. Aber da sollte hoffentlich nichts passieren. Gut, wir müssen erstmal gucken, was passiert. Also auf Mitte. Benzin Standard. Hier gibt es ja keinen maximalen Sprit, nur Fett. Alonso muss hier aufpassen. Aber der hat so starken Motor haben die halt nicht. Wenn ich irgendwo so in dieser Region ein Ziel fahre, bei dieser Schwierigkeit. Ist okay, alles was besser ist, ist halt ja das i-Tüpfelchen. Hamilton fährt ja mit Gelb, ne? Das heißt, er hat eigentlich ein deutlich schnelleres Auto, aber schlechteren Reifen. Das heißt, er wird ungefähr gleich schnell sein wahrscheinlich. Ich gehe am Start auf Überholen. Ne? Muss ich aber kurz bevor wir in Startaufstellung gefahren werden, umstellen. Muss ja dann aber auch wieder umstellen, ne? Wenn das nichts gebracht hat. So, das ist erstmal eingestellt. Ich kann auch alles in die Hose gehen. Ich kann auch kaputt gehen, sofort. Ne? Ich weiß es nicht, was alles passiert. Die Schneckenkurve, Mann, Mann, Mann. Wie sich auf die Karte aussieht da oben. Ist aber auch eng. Warum sind wir eigentlich auf 5? Vettel, Bottas, Ricciardo, Behalte die Startampel Hamilton. im Auge. Dreikündig Startsequenz irgendwie beginnt, sobald alle Fahrer in Position sind. nach hinten Bereite versetzt dich worden. aufs Habe ich gar nicht Grid. drauf geachtet. Okay. Noch ein Platz nach vorne. Oh, Alonso kommt da, der kommt da. Oh, ich hasse es. Oh ja, ich um meinen Start. Mein Start. Ja, ich krieg für alles eine Verwarnung. Das war kein guter Start, aber reg dich nicht zu sehr auf. Wir können das alles noch retten. Na toll. Der überhaupt nicht funktioniert. Wie fährt denn dieser Scheißwagen? Mehr auf Attacke muss ich gehen.
nähern uns dem Boxenstoppfenster. Du wirst mit weichen Reifen weiterfahren. Boah, die machen aber... Was, ey? Ja, toll. Dein Frontflügel hat etwas abbekommen. Scheint nur geringfügig zu sein. Aber geh es etwas ruhiger an, um das Problem nicht zu verschlimmern. Ich soll in der vierten Runde eh Reifen wechseln. Und da mal gucken. Oh, was mach ich denn da? Geht in der Box. Das DRS ist jetzt aktiviert und verfügbar, wenn du dich höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir in der DRS-Zone befindest. Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Würdest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Ja, gucke jetzt in der Streckenkurve am besten. Aktuelle behalten. Oder ich weiß es nicht. Wie rutsche ich immer so dermaßen lang? Hier auch. Ich habe doch richtig gebremst. Wir erwarten, dass die Reifen jetzt langsam Abnutzungserscheinungen zeigen. Der Grip lässt eventuell etwas nach. Sie sollten aber noch eine Weile durchhalten. Boxenstopp. Oh, sag mal, hörst du mich nicht, du... Das kann doch nicht angehen. Boxenstopp! Der Frontflügel wird nicht repariert. Doch. Los, los, los! Doch, aber alles ewig, ey. Schon sind wir letzter, toll. Wegen dem Frontflügelwechsel. Ja, wenn die alle ihre Jobs gemacht haben, dann sind wir wahrscheinlich nicht da, wo wir vorher waren. So muss ich Gas geben jetzt. Die Quersteher, ey.
Das ist auch ein Biest, der Wagen. Das ist echt nicht gut. Also aerodynamisch Katastrophe. Wichtig, ich glaube, der war irgendwo in meiner Nähe. Der Wagen hinter dir ist wieder auf der Strecke und fährt jetzt mit weichen Reifen. Weiche Reifen auf dem Wagen hinter dir. Ja, das sehe ich auch. Und Renault, das ist einer unserer Hauptkonkurrenten. Den Wagen hätte ich auch sitzen können. Abstand zum Auto vor dir beträgt 5,3 Sekunden. Oh, was ist das denn, ey? Das ist nicht so. So ist besser hier, vorwärts. Die Batterie ist fast leer. Wenn wir den ERS-Einsatz runterdrehen, gewinnen wir mehr Energie zurück. Ja, ich meine, was sie gerade macht. Okay. Ehrlich, ein bisschen aufladen, sehe ich doch. Mist, haben wir natürlich knapp nicht gekriegt, den Kill. Ist sich nicht ganz ausgegangen. Wir fahren einfach schlecht, der kommt halt näher ran und so. Geschwindigkeit sofort verringern und positives Delta halten. Okay, langsamer werden. Dein Delta ist negativ, du bist also zu schnell. Vettel natürlich. Verstehe ich nicht. VSC endet. Gleich kommen die grünen Flaggen. Positives Delta bis zu den grünen Flaggen beibehalten. Gott sei Dank. Gerade so. Aber er ist natürlich hinten dran, ey. Wie kann er das denn machen? Benzinplanziel ist plus 1. Schnellere Motoreinstellungen sind verfügbar. Einfach.
wie ein Quersteher. Ich bin einfach schlecht und langsam und kacke. Auf dieser Schwierigkeit reicht es einfach nicht. Man muss halt nahezu perfekt fahren, sonst hast du keine Chance. Und das gelingt mir leider nicht. Ich weiß auch nicht warum. Ich spiele schon so viele Jahre. Naja, gut. Jedes Jahr ist auch wieder was anderes, ne? Das Spiel hier. Der Wagen fährt sich auf jeden Fall ein bisschen anders. Dein Hintermann holt 5 Zehntel pro Runde auf dich auf. Ich merke das schon. Waren die jetzt auch mal in der Box oder? Hab ich nicht drauf geachtet. Ich konnte nicht auf die Karte achten. Und VSC, vielleicht haben welche das genutzt, haben weniger Zeit verloren und so. Aber wenn die meisten jetzt an der Box waren, dann gute Nacht. Schließen auf. Fahrer vor mir. Play können vor dir. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 5,0 Sekunden. Sie fahren mit neuen Weichenreifen. Ihre Reifen sind 2 Runden alt. Wir vermuten, dass Sie noch einen Stopp haben. Letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 42,7. Fahrer vor mir. Alonso liegt vor dir. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 4,4 Sekunden. Du bist pro Runde mehr als 5 Sekunden auf. Bleib dran! Sie fahren mit neuen Weichenreifen. Ihre Reifen sind 4 Runden alt. Wir vermuten, dass Sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,44,7. Okay, der war zum Beispiel in der Box. Oh Gott, die waren alle. Ich kann nicht so viel verloren haben. Kopf war kaputt und dann wurde gewechselt, aber ja, das ist auch nicht. Gut, oh, die ganze Meute ist hier. Da kommt natürlich wieder ein Quersteher. Schon mehr Gas geben hier. Warum so, das ist nicht schnell. Der ist. Okay, Abstand zum Teamkollegen 7,5 Sekunden. Bester Sektor 3. Mann, das kann nicht angehen. Wir sehen geringfügige Schäden am Frontflügel. Schule den Wagen, bis wir ihn repariert haben. Wir wollen nicht, dass es sich verschlimmert. Oh Mann! Ist doch scheiße.
fast leer. Reduziere den ERS-Einsatz. Was ist das denn, ey? Wie aus dem Nichts. Alles verkackt wieder, alles verloren. Er hat die Fresse, Jeff. Sei leise, Jeff. Bestätige. Kannst du ein bisschen aufs Gras oder irgendwo draufgekommen? Ich weiß es auch nicht. Oder hat mir einer von hinten Schubs gegeben? Keine Ahnung. Boxenstopp. Sag mal, Boxenstopp! Kannst du das wiederholen? Wir hören dich schlecht. Boxenstopp! Fickenstopp! Der Funk rauscht, was hast du gesagt? Sag mal, Boxenstopp! Boxenstopp, Boxenstopp! Boxenstopp, Boxenstopp! Ende dieser Runde rein. Das kann doch nicht angehen, Mann! Extra versprochen, dass ich mich kaum aufrege, ey. Aber der versteht mein Boxenstopp nicht, der versteht gar nichts. Und es geht wieder alles schief, ey. Das kann doch nicht angehen, ey. Wie ist das 38 Sekunden weg? Das kann nicht angehen. Aber wenn du so fährst, gewinnst du keinen Blumenpott. Sogar persönlichen
schnellsten ersten Sekt. Da sieht man mal, wie schlecht ich gefahren bin, wenn ich mit weißen Reifen schneller fahre. Nicht mal Fett eingestellt oder sonst was. Genau. Ganz bisschen, weil wir da mal irgendwann einen richtig guten dritten Sektor gefahren sind, das weiß ich nicht. Es fehlt mir noch ein Zeltiker. Hinten ist, will man das immer gerne haben.